Warte, ich habe Ja. nicht so Lust auf Whisky, Okay. aber irgendwas mit Whisky vielleicht, auch irgendwas Weihnachtliches. Eggnog. Eggnog. In Amerika ist Eggnog das Weihnachtsgetränk überhaupt. Man kann ihn alkoholfrei machen oder mit verschiedenen Spirituosen. Wir werden natürlich Bourbon verwenden und euch hier zwei verschiedene Macharten zeigen. Zuerst gibt es eine Variante, die am Herd gemacht wird. Das bietet sich vor allem an, wenn man eine größere Portion macht. Das, was ihr hier vor euch seht, wird für etwa 6 Portionen reichen. Legen wir los. Wir trennen 6 Eier. Das Eigelb verrühren wir in Folge mit 100 bis 200 Gramm Zucker. Ich habe hier etwa 150 Gramm genommen, die ich in kleinen Teilen Schritt für Schritt unterrühren hinzugebe. 150 Gramm klappt auf die Menge gut, finde ich. Das wird dann nicht zu süß und wenn man es später noch süßer möchte, kann man noch Zucker hinzugeben. Jetzt geht es an den Herd. Wir erhitzen ca. 700 Milliliter Milch. Kochen soll sie nicht, ganz wichtig. Die Eigelb-Zuckermasse, die wir eben zusammengerührt haben, muss jetzt zur Milch gegeben werden. Aber wenn man das Ganze einfach alles auf einmal reinschüttet, könnte es stocken. Um das zu verhindern, geben wir erst ein paar Kellen der erhitzten Milch in die Eigelb-Zuckermasse, bevor wir das Ganze dann in den Topf geben. Der Topf bleibt auf der Herdplatte. Wir erhitzen bis auf maximal 80 Grad. Oft liest man, dass 75 bis 80 Grad ideal sind und mehr sollten es nicht sein und kochen soll es schon gar nicht. Je länger, desto sämiger wird es. Wichtig ist nur, wie gesagt, dass man die 80 Grad nicht überschreitet. Da eignet sich natürlich ein Thermometer am besten. Sobald es jedenfalls etwas sämiger geworden ist, kann man es vom Herd nehmen. Dann kommen circa 350 Milliliter Sahne dazu. Das Milch-Sahne-Verhältnis kann man natürlich nach Belieben in die eine oder andere Richtung verändern. Jetzt kommt die Würze ins Spiel. Ich habe hier in der Schale etwa einen Teelöffel Zimt, einen knappen halben Teelöffel geriebene Nelken und etwa ein Viertel Teelöffel Ingwerpulver. Auch hier kann man natürlich nach Geschmack variieren. Wir nehmen eine Vanilleschote. Das Innere wird herausgekratzt und hinzugegeben. Ich begnüge mich hier mit einer halben Vanilleschote. Man kann auf die Menge aber auch getrost eine ganze nehmen. Und die ausgeschabten Schoten können ruhig mit in den Topf wandern, um dort noch mehr Geschmack zu geben. Ich habe schon viele Eggnog-Rezepte ohne Nelkenpulver und auch ohne Ingwerpulver gesehen. Tatsächlich auch ohne Vanille. Vielleicht sogar ohne Zimt, da bin ich nicht ganz sicher. Aber ich habe noch nie ein Rezept ohne Muskatnuss gesehen. Das ist tatsächlich eine ganz markante Note im Eggnog. Diese Nuss, die ich hier habe, wiegt 3 Gramm. Ich nehme etwas mehr als ein Drittel, schätze ich, aber weniger als die Hälfte. Es dürfte also irgendwo zwischen 1 und 1,5 Gramm liegen. Auch hier gilt, da kann man natürlich nach oben oder unten variieren. Es sei nur erwähnt, in ganz, ganz hohen Dosen ist Muskatnuss natürlich giftig. Aber da müssen wir uns hier noch keine Sorgen machen. Rum, Brandy bzw. Cognac sind die wohl klassischsten Spirituosen für einen Eggnog. Whisky ist aber nicht minder beliebt. Manche mischen auch verschiedene Spirituosen zusammen. Wir greifen natürlich zum Bourbon und finden es besonders schön, den klaren und deutlichen Geschmack eines geschätzten Bourbons im Eggnog vorzufinden. Man kann jetzt natürlich etwa 25 cl hinzugeben. Das würde bedeuten, man hat dann am Ende 4 cl pro Portion. Ich begnüge mich hier mit bescheidenen 8 cl auf die ganze Menge. Im Ergebnis wird das dann nur einen leichten Geschmackseffekt haben und bei Bedarf kann man sich individuell einfach mehr Bourbon in den einzelnen Drink geben.
Der nächste Schritt ist optional. Wir geben etwas Zucker zum Eiweiß, das uns vom Trennen der Eier noch übrig geblieben ist, und verquirlen das Ganze zu Eischnee. Den kann man dann zum Beispiel in den Eggnog mit reinmischen oder aber oben rauf schichten. Das Ganze schafft dann natürlich eine etwas dickere, vollere Konsistenz. Nötig ist das jedoch nicht. Und es sei auch an dieser Stelle gesagt, wenn der Eggnog noch etwas steht, wird er sowieso in der Konsistenz etwas dicker und sämiger. Apropos stehen. Es heißt oft, der Eggnog sollte mindestens ein paar Stunden, gerne auch einen ganzen Tag oder über Nacht stehen, bevor man ihn trinkt. Er muss dann natürlich relativ bald in den Kühlschrank. Man kann ihn dann gekühlt, gerne auch mit Eiswürfeln trinken. Man kann ihn natürlich auch wieder aufwärmen. Das geht alles. Ich finde aber, es spricht auch nichts dagegen, sich ein bisschen vom noch herdwarmen Topf zu nehmen. Noch etwas geriebene Muskatnuss obendrauf. Und Cheers! Später kann das Ganze dann in einer Schale angerichtet werden, je nach Anlass. Zur Aufbewahrung im Kühlschrank eignet sich ein verschließbares Glas. Bei frischen Zutaten sollte der Eggnog so ein paar Tage halten und man kann immer, wenn man will, rangehen. Bei der nächsten Variante kommt mehr Bewegung ins Spiel und die eignet sich vor allem, wenn man sich auf die Schnelle mal nur einen Eggnog machen möchte. Dafür greifen wir zum Shaker und geben mindestens einen, maximal 2 cl Zuckersirup hinzu und das Stück einer Vanilleschote. Diese kratzen wir wie auch vorhin aus und geben sie in den Shaker. Auch hier können die ausgekratzten Teile der Schote ruhig mit rein. Die wohlbekannten Gewürze aus Runde 1 natürlich auch hier. Ich gehe hier vor allem nach Gefühl vor, von allem ein paar Prisen. Achte jedoch darauf, dass ich mehr Muskatnuss und Zimt als Nelkenpulver und Ingwerpulver verwende. Nun kommen 3 bis 4 cl Milch oder Sahne dazu oder eine Mischung aus beidem. Ich habe hier eine Mischung, bei der ich mehr Milch als Sahne verwende. Wer es aber besonders sämig und voll mag, sollte mehr Sahne oder vielleicht sogar nur Sahne verwenden. Mit einem eher kräftigen Bourbon wie diesem hier würde man wahrscheinlich schon mit 2 cl ein sehr rundes und schönes geschmackliches Ergebnis erzielen. Unsere Idealdosierung sind 4 cl, da kommt der Whisky schön deutlich durch, lässt aber noch genug Raum für die klassischen Eggnog-Noten. Ich lasse mich hier tatsächlich zu 6 cl hinreißen, das ist wirklich am oberen Limit und erzeugt einen sehr, sehr whisky-lastigen Eggnog. Wir geben ein ganzes Ei hinzu. Ja, wir haben es hier mit rohem Ei zu tun. Man hört oft, dass bei der Verwendung von frischen Eiern und gerade dann in Verbindung mit Alkohol eigentlich kein großer Grund zur Sorge besteht. Wer bei rohem Ei aber dennoch Bedenken hat, dem sei einfach die erste Variante am Herd empfohlen. Wir shaken kräftig für 30 Sekunden, erstmal ohne Eis, das nennt sich Dry Shake. Und das machen wir, damit das Eiweiß schön schaumig wird. Wir shaken nochmal, diesmal mit Eis. Wenn man eine ganze Handvoll Eiswürfel nimmt, dann hat sich das nach etwa 30 Sekunden kräftigem Shaken erledigt. Wenn man jedoch auf eine besonders sämige, volle Textur aus ist, dann sollte man, wie eben schon gesagt, möglichst viel Sahne nehmen und kann auch gerne mit nur einem Eiswürfel shaken und diesen so lange shaken, bis er sich aufgelöst hat. Durch dieses sehr lange Shaken mit nur einem Würfel wird die Sahne nämlich besonders aufgeschlagen. Das Ganze kann dann auf Eis oder auch ohne Eis serviert werden. In jedem Falle sollte man die Füllmenge seines Glases nicht überschätzen. Ein Muss, wie ich finde, ist jetzt noch etwas geraspelte Muskatnuss obendrauf. Das gibt ein schönes Aroma beim Trinken. Ebenfalls gut fürs Aroma ist ein Stückchen Orangenschale, möglichst dünn geschält, das sieht toll aus. Und wer mag, kann den Drink natürlich noch mit allem Möglichen garnieren, was die Weihnachtsbäckerei halt so hergibt. Jetzt gibt es nichts mehr zu tun, außer das schöne, kalte Gefühl eines frischen Drinks in der Hand zu genießen und sich auf den ersten Schluck zu freuen. Cheers! So, ich habe jetzt hier einen kalten Eggnog auf Eis. Ich habe einen warm. Cheers. Cheers. Als wenn man Pudding trinkt. Es ist so, wie, es hat was von einer Süßspeise. Würzig. Ja. Wärmend. Also nicht nur. Deiner jedenfalls, ja.
Gefällt mir sehr. Zimtig. Weihnachtsgewürzig irgendwie. Weihnachtlich. Ja, wie gesagt, wie eine Süßspeise, aber der Bourbon kommt gut durch, je nachdem, wie viel man natürlich reinmacht. Aber das ist eine ganz tolle Komponente da drin und passt wunderbar. Ja, tolles Weihnachtsgetränk. Wir genehmigen uns das jetzt hier noch schön am Weihnachtsbaum. Cheers. Und freuen uns, dass ihr zugeschaut habt, wünschen euch schöne Weihnachtstage und sagen bis dann, bis zum nächsten Mal bei The Bourbon Diaries. Good time.